Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lego Star Wars Review bei mir auf dem Kanal. Heute mit einem Wunschset, beziehungsweise ein Set, was ich ja schon gesagt habe, dass ich es habe. Aber es ist das Set, was ich als nächstes gewünscht wurde von den Star Wars Sets. Und zwar handelt es sich hierbei um die Mos Eisley Cantina mit der Setnummer 75205 mit 376 Bauteilen, 4 Minifiguren für die Zielgruppe 8 bis 14 Jahre bestimmt und kostet UVP bei Lego 49,99 mit 4 Minifiguren, habe ich gesagt. Es ist Han Solo, Greedo, ein Sand Trooper, ich meine ein Sergeant mit der weißen Klappe und Wua, der Bartender. Das finde ich also nice, dass der mit bei dem Set bei ist. Und ein Urbulcan 9000 Pod. Das ist also zum ersten Mal jetzt auch von Lego produziert worden. Ich hatte es ja mal gewünscht, dass sowas auch dann mal in einem Battle Pack oder sowas von Hasbro geben wird. Denn ich finde diesen Kugel-Speeder, diesen Pod, Speeder hieß er damals, als die Konzepte für A New Hope, für Star Wars ausgearbeitet wurden. Da hieß er in technischer Zeichnung auch Landspeeder. Aber dass das Ding auch mal für die Actionfiguren rauskam, aber ich kenne jemanden, der hat sich das Ding mal für ein Dings gebaut. Ich fange schon wieder an. Ich weiche schon wieder ab. Dabei ist aber noch, halt wie gesagt, Greedo ist oben 1:1 und ein Leuchtstein, aber diesmal so, dass der von sich aus leuchtet. Das heißt also, da schon mal mit dran halten, gegen eine Lichtquelle halten und dann strahlt der. Das ist halt dann die Lampe, die leuchtet, die halt auf dem Tisch steht. Der Tisch hat eine Tischplatte, nicht wie vor einiger Zeit immer schon so gesagt von mir, ja, der fehlt die Tischplatte. Der hat eine Tischplatte, der ist einfach nur wie eine Tonne. Ne? Die Tischplatte ist genauso groß wie der Korpus des Tisches. Ein bisschen mehr Star Wars gucken, dann weiß man das auch. Basics. So, okay, das Set gibt es aber trotzdem einiges dann auszusetzen. Es waren teilweise enttäuschte Stimmen zu lesen. Ich habe es mir deswegen auch geholt, zum einen halt auch wegen dem Ubelken-Speeder oder Pod, aber auch um das Ding einfach mal genau besprechen zu können, was denn da jetzt hätte besser sein können bei einem Preis von, ich meine, es sieht nicht viel aus, was drin ist, jetzt an den Bildern, hinten, bitteschön, auch nochmal. Man fragt sich ein bisschen, wo die Teile geblieben sind. Man hat sich also, wie es hieß, es kommt eine neue Cantina, doch schon ein bisschen mehr vorgestellt, aber da kommt jetzt auch leer an. Also ich habe ja dann letztes Mal dann halt die das Diner vorgestellt und ausgepackt und da war ich überrascht, dass der Karton voll war. Also da war nichts irgendwie, dass da was ruschelte oder sowas. Der war wirklich vollgepackt mit Steinen im Beuteln. Also, und hier merkt man, da ist also Luft nach oben. Das will ich mir auch gerne mal anschauen, wie das denn, bevor ich das eins auf den Tisch kippe, wie das Ganze aussieht. Oh, jetzt okay, Karton. Hups. Da habe ich jetzt gerade meine eigene Perforation geschaffen. Auch noch nicht passiert. So, man sieht, da hätte noch ein bisschen was gekonnt. Beziehungsweise der Karton hätte kleiner werden können. Ich sag mal, die Größe von dem hätte ausgereicht. Vor allem auch, es geht ja bei solchen Sachen auch immer, Entschuldigung, dass ich wieder ein bisschen ins Detail gehe. Bei solchen Sachen geht es immer um Logistik. Und wenn Sachen verpackt werden, dann werden die oftmals in gleiche Kartongrößen verpackt, damit die besser verschickt werden können. Und ja, das sind also dann zwei verschiedene, komplett verschiedene Größen. Man könnte also viel besser logistisch arbeiten oder Regale füllen, wenn die Kartons vielleicht die Größe hätten. So, hier hat man jetzt Luft, wenn man jetzt irgendwie auch ein Ladengeschäft hat, wo man mehrere Sets stehen hat. Man weiß also auch nicht genau, wie man die Regalböden macht. Man hat also nicht 10 Meter oder einen Meter dann nur die Sets. Könnte man also besser aufteilen. Deswegen passt man die Kartongrößen an und der Karton, den ich gerade gezeigt habe vom Sandspeeder, hätte für die Steinemenge, die hier drin ist, auch vollkommen ausgereicht. Das sind gerade mal 3 Tüten und da frage ich mich manchmal, warum das so ist. Ne? Es gibt auch ganz andere Sachen, wo ich mich dann frage, warum. Weil das einfach konzeptionelle Dinge sind, die logisch sind. Ja, die, wo ich aber immer sehe, dass Berufskollegen aus den Grafikern oder bei den Produktdesignern, die die Verpackung machen, oder Bücherrücken gestalten, wo ich mir sage, so, ey Leute, das ist eine Serie, warum stehen die Schriftzüge in verschiedenen Höhen da? Oder warum ist das Logo einmal unten, einmal oben, einmal unten, einmal oben, einmal mittig? Ja? Guckt ihr euch die Dateien vielleicht vorher an, denen ihr arbeitet, auch wenn es vorher anders bearbeitet hat. Gut. Tüte 1. Da ist der Greedo bei. Dann Tüte 2. Hier Sandgrau. Und auch hier viel Sandgrau, auch dunkelrot.
Auch hier war es wieder schade, genau wie es beim Sense wieder war, der Steinerpreis jetzt pauschalisiert runtergerechnet, ist bei dem Set günstiger. Nicht bei 13 noch was, beim anderen waren es 14 Cent noch was. Star Wars Sets sind aber dummerweise zu teuer, um sich die jetzt nur zuzulegen, damit man viele sandfarbene Steine hat. Das ist wirklich schade. Es fehlen, glaube ich, momentan auch Sets, günstige Sets, wo man einfach dann die Sets nur der Steine wegen kauft. Das wäre auch mal was. Denn die Basic-Farben bekommt man ja halt, aber Sandfarben ist immer ein bisschen problematisch. Der Stickerbogen, der ist gefüllt. Der ist wirklich knallgefüllt. Das geht schon wieder fast in die Richtung der Speed Champions. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 allein von diesen Streifen. Dann kommen nochmal 4 mit dem Symbol dazu. Sind wir bei 12, 13, 14, 15 Aufkleber. Okay, halb so viel wie bei den Speed Champions. Aber ausreichend. Gerade weil es welche sind, dieser Streifen, der sollte dann schon gleichmäßig außen gerade aufgebracht sein, damit er halt auch schön gerade rumläuft. Obwohl diese Schüssel, Urbicon 9000, ja schon etwas schrubbeliger aussehen könnte. Aber bei den Aufklebern, da kommt das immer nicht so gut, wenn sie schief gehen. Lieber mal einen Stein weglassen, dafür eine braune Platte als Rostplatte einsetzen, aber gut. Die Bauanleitung, außen auch wieder ein bisschen festeres Papier, was mir sehr gut gefällt, innen, aber so wie man Lego-Bauanleitungen, die aktuellen halt kennt, mit den Baustufen, teilweise zu viele Baustufen, wie ich finde, das hatte ich jetzt auch trotz der Komplexibilität des Diners, fand ich also da auch ein bisschen übertrieben, wenn da so ein Plättchen, nächste Zeichnung, ein Plättchen. Ja, ich erkenne schon, oder man erkennt, sollte eigentlich schon erkennen. Ich meine, die großen Sets, die Expert-Sets sind ab 16 quasi Zielgruppen geeignet und da erwartet ich eigentlich schon, dass man irgendwie erkennen kann, ah, das sind jetzt drei Plättchen übereinander und nicht irgendwie so ein Plättchen, dann Schritt 2, noch ein Plättchen drauf und noch ein Plättchen. Hat an der Seite bewundert bloß irgendwie fünf Plättchen. Ich rage halt total. Gut, Bauanleitung, ja. Ne, da kann man dann die Kantina sehen, wie sie dann zusammengeklöppelt wird. Der Sitzbereich. Hinten natürlich dann auch wieder die Steine. So, und dann schauen wir mal, wie das Ding fertig gebaut aussieht. Die neue Kantina von Lego hat mir nun wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Ich weiß also nicht, wie ich das Set objektiv unvoreingenommen reviewen soll. Da ist dermaßen was im Argen bei dem Set. Und bei dem anderen auch noch, aber das habe ich mir zum Glück, muss ich sagen, bislang noch nicht gekauft. Aber ich fange erstmal mit den Minifiguren an, gehe dann die einzelnen Parts durch und danach gibt's Pfeffer. Ich hoffe mal, ich hab im Vorfeld schon mal ein paar Videos gemacht, wo ich schon mal Dampf abgelassen habe, die ich aber nicht veröffentlichen werde. Denn ich versuche hier einigermaßen noch sachlich zu bleiben. Die anderen Videos, die waren absolut definitiv nicht mehr sachlich. Und deswegen, ich schreibe erstmal den Wur. Sieht vom Look her soweit gut aus, ein bisschen zu jung, zu unzerknittert vom Gesicht her. Von der Kleidung her passt es. Das Haarteil, ja, geht auch, aber wie gesagt, er wirkt zu jung. Vua kommt dann auch mit einem zweiten Gesichtsausdruck daher. Sieht ein bisschen ernster aus, aber so richtig Vua passend finde ich das Gesicht jetzt nicht. Der Druck setzt sich dann auch auf der Rückseite vor, zumindest dann beim Oberteil. Ja, da hängt so ein bisschen was von seinem Hemd halt so ein bisschen über den Gürtel. Sieht halt so ein bisschen lodrig aus und das passt auch zum Charakter. Dann haben wir da einen Sand Trooper. Den finde ich sehr gut. Vom Druck her auch so diese Verschmutzung auf dem Helm und auf dem bedruckten, auf dem Torso und auf den Beinen. Das passt. Dann das kleine Pauldron in weiß. Und da hat er so einen Pouch aufgedruckt bekommen. Das macht sie schon mal ganz gut. Auf der Rückseite trägt er dann noch ein Backpack, wo ein Problem bei liegt, dass die Figuren halt nicht so einfach stehen können, sondern dass sie halt auf einen Stand gepackt werden müssen oder halt auf eine Rundplatte mit draufgesteckt werden. Und ich nehme jetzt mal das Backpack ab und zumindest ein paar Teile und darunter sieht man halt auch noch den Druck des Torsos, der leider dann auch durch das Backpack mit verdeckt wird. Dann haben wir Greedo, ja, Greedo halt, in typischen Greedo-Farben, die Weste in Orange. Leider der Gürtel nicht mit auf diesem oberen Bereich der Beine mit drauf gedruckt. Und so ein bisschen glitzernde Augen hat er auch bekommen. Ja, ist auf jeden Fall als Greedo zu erkennen. Vielleicht ein bisschen kurzhalsig, aber das geht bei den Minifiguren soweit. Und auf der Rückseite sind noch so ein paar Falten mit auf dem Oberteil zu sehen. Eine solide Figur. Han Solo, ja, da ist das Problem mit den Haaren.
Die Frisur passt zu Return of the Jedi Hans, aber also Han Solos, also Hans, Mehrzahl von Han, ne? Nicht wie Hans Odo. Aber jetzt zu einem New Hope Han, er wirkt hier mehr wie der Han aus dem Spin-Off. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Also das Haarteil passt, finde ich, da gar nicht. Und hier sieht man auch, dass der mittlere Bereich an den Beinen, also der Trennbereich, mitbedruckt ist. Das hätte man bei Greedo auch machen können. Und Han verfügt dann auch über ein zweites Gesicht. Da sieht er wieder ein bisschen verkniffen aus. Und die Rückseite, da wird halt noch seine Weste weiter fortgeführt. Mit einem weißen Aufdruck. Das kommt soweit ganz gut. Aber wie gesagt, mit dem Haarteil bin ich gar nicht zufrieden. Jetzt die Einzelteile der Kantina. Die schaue ich mir auch erstmal getrennt voneinander an. Und danach kommt dann halt die wirkliche Kritik an dem Set. Da haben wir zum ersten Mal den Obi-Ken 9000 Pod. Oder wie er früher genannt wurde, der Speeder. Den finde ich schon ikonisch, denn der gehört irgendwie mit um das Umfeld, zu dem Umfeld der Kantina definitiv mit dazu. Es war bloß ein Randobjekt, aber gehört genauso dazu wie der Schrottplatz, der im Bereich der Kantina auch zu sehen ist, wo halt so ein verrosteter Rebellentransporter liegt. Oder ein Transporter. Muss ja nicht unbedingt ein Rebellentransporter sein. Aber der später halt in Empire Strikes Back auch als Rebellentransporter halt eingesetzt wurde. Und bei dem ist es soweit nice, dass der halt mit dabei war. Das war eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich mir das Set geholt habe, wegen dem Speeder. Der Speeder fällt jetzt insgesamt mit, muss ich überlegen, mit 112 Teilen ins Gewicht bei dem Set. Das Set insgesamt hat 376 Teile, davon gehen allein 112 für den Pod drauf. Das liegt einfach daran, dass die Innenkonstruktion da ist, dann die Außenpaneele dran gesetzt sind und sehr, sehr viele kleine Teile mit verbaut wurden. Hier unten haben wir dann diese, im unteren Bereich diese Hähne, die mit drin sitzen. Hier haben wir dann die kleinen 1x1er Slopes, die Dachsteine. Und das verballert schon einiges an Bauteilen, genauso wie die Sichtfenster angesetzt sind. Da geht schon einiges bei drauf. So sieht der Pod dann von innen aus. Da kann man also eine Figur reinsetzen und dann kann der damit rumschraddeln. Also als Ausstattungsobjekt für ein kleines Diorama finde ich den ganz nett. Mit den Aufklebern war ein bisschen, ja, muss man schon aufpassen, dass die halt wirklich dann einigermaßen gerade ringsrum sitzen. Ist nicht immer gelungen, aber annähernd habe ich es, glaube ich, doch hinbekommen. Genauso wie die Aufkleber, die halt auf den größeren, auf den 2x2er Steinen sitzen, oder Platten sitzen. Aber soweit ganz nett. Also das finde ich so gesehen das Highlight des Sets. Dann kommen wir mal zur Bar. Zupfe ich auch mal ab. Ja, das ist halt vorne eigentlich bloß so eine Ecke, das ist noch nicht mal die komplette Rundung dargestellt. Auch wieder sehr viele Kleinteile bei. Die Bar trägt mit 41 Bauteilen zur Größe des Sets bei. Sind drei Gläser allein schon mit verbaut, dann dieser Aufbau. Was mich bei der Bar so ein bisschen irritiert ist, es ist bekannt, dass diese Aufbauten, diese schrägen Dinger hier oben, die sind eigentlich, entstammen die aus einem Rolls-Royce Flugzeugmotor, aus einer, ja, Turbine, aus der Einspritzanlage. Und diese Bauteile, die bei der Kantina im Barbereich verwendet wurden, die mit rumhängen, das sind die Teile, die später, oder eins davon wurde später für IG-88 verwendet, als Kopf. Und da frage ich mich, wo habe ich den gestellt? Da. Warum dann nicht auch dieses Teil mit verbaut wurde, dass das also mit reinspielt, damit man auch so ein bisschen Verbindung dann auch sieht. Wäre nochmal so ein nettes kleines Gimmick gewesen und hätte jetzt auch nicht so viel dazu beigetragen, dass es wahnsinnig größer geworden wäre, indem man dann einfach diesen einmal einer Rundstein gegen einen so einen Cone halt ausgetauscht hätte. Ich kann es ja hinten mal kurz machen. So, nehme ich das mal eben runter. Das passt jetzt alles auch wieder vorne und hinten nicht. Na gut, jetzt hat er hier hinten, da fehlt jetzt halt der Übergang. Na gut, den kann man ja hier mit darstellen. So, dann klappe ich das Ding da rein. Jetzt den da oben drauf. So, grob. Ach, egal jetzt. So. Zumindest hätte man da irgendwie diesen Kopf mit einbauen können oder zwei davon.
dann hätte man auch mal diesen, wäre so ein kleiner Augenzwinker-Moment nochmal gewesen. So ein kleines Gimmick halt, um das Teil mit einzubeziehen. Und das Ganze auch so ein bisschen, wenn das Set schon so klein ist, dann nochmal so einen kleinen Tupfer oben drauf geben, um halt diese Verbindung auch zum Originalset zu schaffen. Dann haben wir den Eingangsbereich, der an sich gesehen auch eigentlich so gesehen ganz nett aussieht. So mit dem Schild hier oben, wo Cantina in Aurobesch drauf steht. Hier vorne nochmal so ein Element, was halt auch so gesehen Tatooine-typisch ist. Also diese technischen Bauten, die halt vor den Gebäuden halt nochmal dann zu sehen sind. Hier oben dieser Stab, also wie so eine Antenne. Das Tor kann man auch öffnen, den Eingangsbereich. So gesehen, nice. Also hier vorne ist auch ein bedrucktes Teil der Türschalter. Der ist soweit eigentlich auch ganz okay. Im hinteren Bereich, gut, da geht es jetzt nicht runter. Eigentlich geht da so eine leichte Rundtreppe hinunter. Hier haben wir diesen Droiden-Detektor an der Seite. Im Film ist hier vorne noch ein Sitzplatz. Aber gut, kann man auch drauf verzichten. Es ist halt so gesehen okay. Und das nächste Element oder letzte Element, was da noch dabei ist, ist halt die Nische, wo halt Han und Greedo mit drin sitzen. Da haben wir also zwei Sitzplätze. So gesehen auch recht detailliert gestaltet. Der Tisch ist okay. Das ist eigentlich auch bloß eine Tonne. Der hat also keine überstehende Tischplatte. Dann ist eine Tischleuchte mit drauf. Diese Leuchte besteht aus Leuchtsteinen oder Leuchtplättchen. Insgesamt sind das drei Teile. Und wenn man das Licht ausschaltet, dann ja, strahlen die von sich aus, also fokussieren. Hier an der Seite ist noch eine Leuchte angebracht. Das ist auch okay. Und eben auch im hinteren Bereich, das Fenster, das Sichtfenster, was da ist, ist so gesehen auch das, was wirklich in dieser Nische drin ist. Also wirklich detailliert was aufgegriffen. Achso, der Eingangsbereich, der hatte übrigens, muss ich mal kurz überlegen, was war der Eingangsbereich? 89 Teile und die Nische kommt wieder mit 104 Teilen. Schlägt sich das Ganze nieder. Seitlich sind nochmal so Zahnräder angebracht. Das können wir uns gleich mal anschauen. Da kann man dann Figuren draufsetzen und dann hochklappen. Ich packe mal eben Greedo und Han mit hinein. Dass das Dach oben nicht geschlossen ist, ist so gesehen auch okay. Soll auch einen gewissen, soll beim Spielen auch nicht ganz so dann hinderlich sein. Das heißt, man kann oben ganz gut noch hineingreifen. Das betrifft jetzt auch den Eingangsbereich. Dass da also jetzt keine Kuppel drauf ist, ist okay. So, jetzt sitzen die beiden da in ihrer Nische. Hoffe ich. Ja, sitzt noch drin. So, Han shot first und Greedo fällt. Das Problem ist dann, fällt Han fast mit. Jetzt ist ja Greedo auch wieder ein bisschen, jetzt auch nicht ganz so hingehauen, wie ich es eigentlich haben wollte. Das ist wieder der Vorführeffekt. Ich habe es ein paar Mal probiert. Da ging's. So, dann kippen wir ihn raus. Bams. Jetzt bleibt er leider hängen. Okay. Aber er fällt zumindest vorne über und Han bleibt sitzen. Bei den Proben, die ich gemacht hatte, da ist Han immer gleich mit rausgekippt. Da lagen sie beide wie betrunken dann vor der Nische. Wäre auch ganz nett, so zwei Buddies, die dann halt sich da irgendwie ein bisschen poppen und dann aus dem Sitzen fallen. Jetzt ist er auch draußen. So, Bombs. Ja, was haben wir noch? Ah, die Streifen. Diese Streifen, ja, haben einfach die falsche Farbe. Gut, hier ziehen sie jetzt die Streifen durch. Finde ich aber nicht allzu tragisch. Ist ein Lego-Set, kann man machen. Aber die Reihenfolge der Streifen. Bei einem älteren Set, komischerweise, wurde es richtig gemacht. Es ist angeglichen etwa an diese Streifen. Aber im Film laufen die Streifen anders. Und zwar läuft unten ein blauer Streifen. Dann kommt halt diese Wandfarbe, das Tan. Und darüber läuft dann der ein blauer bzw. so ein dunkeltürkiser farbener Streifen. Oder wie es heutzutage bei Lego heißt, Teal. So, und deswegen habe ich mir aus dem Restaurant, also aus dem Diner, habe ich mir jetzt mal die Teal-Steine rausgeklaut, die ich dann allerdings doch noch ein bisschen zu knallig finde, weil das ein normales Teal ist. Und ich hatte hier noch ein paar Fliesen rumpoltern in dunkelblau, die ich dann schon noch ein bisschen passender dazu finde. Und ich füge das mal ganz kurz auseinander. Ich habe jetzt mal beide Farben eingebaut. Auf der einen Seite das Teal, was ich persönlich zu knallig finde. Da passt ein dunkelblauer Streifen dann doch schon besser. Das kommt dann schon näher an das ganze Gefüge heran. Ein bisschen gedämpftere Farben dazu nehmen, anstatt halt so ein
knalliges Thiel anzubauen. Denn das Rot ist ja auch kein knalliges Rot, sondern auch dieses Weinrot. Und ja, das ist ja das Ganze noch irgendwie auch so ein bisschen in eine gewisse Richtung noch gedrückt, farblich gesehen. Und ja, schade. Wirklich schade. Das sind also jetzt so Kleinigkeiten, die halt, wo es da schon mal dann hapert, wo man aber eventuell mal drüber wechseln kann, wo man sagt, ey, nimm's doch nicht so genau. Ist doch Spielzeug, Lego, bla. Kann man machen. Aber jetzt kommen wir halt zum Preis. Dieses Set kostet 49,99. Also 50 Euro, um mal so einen glatten Preis zu nennen. Wenn man 49 sagt, dann fällt das oftmals dann so im Bereich so 40 noch was. Ne? Sag mal, 50 Euro kostet dieses Set. Was kam noch 50 Euro? 50 Euro kam der. Ich stelle die ganzen Teile, die jetzt dabei waren, da nochmal hin. Ich lasse die Minifiguren extra mal weg. Gut, bei der Bar fehlt jetzt was. Das habe ich jetzt eben nicht wieder aufgebaut. Dieses Ding hatte den gleichen Preis. Macht auf jeden Fall mehr her. Hat zwar weniger Standfläche, aber das war, ist kompakter. Das ist was. So ein AT-ST ist halt was. Ne? Hat auch noch diesen Spielwert gehabt, auch mit dem wir AT-STs davor, auch mit dem Drehding. Kann man da so ein bisschen rumschlackern lassen. Das Ding hat was. Okay, da waren jetzt nur 3 Minifiguren bei. Davon mal ganz ab. Hier sind 4 Minifiguren bei. Haha. Der Pott verbraucht 112 Teile. Der Eingangsbereich verbraucht 89, das Ding 104. Wenn man jetzt... Achtung, jetzt wird es pauschal. Denn eigentlich in so eine Kalkulation von so einem Teil, da fließt ja alles ein. Da fließt eine Verpackung mit ein. Da fließt die Kosten für die Bauanleitung, die Druckkosten für die Anleitung mit bei und die Herstellungskosten mit ein. Da fließt dann noch beim Lizenzsatz die Lizenzgebühr. Egal wie hoch jetzt der Prozentsatz ist und wie viel Lego draufknallt, weil es eben Star Wars ist. Davon mal ganz ab. Der ganze Vertrieb fließt da mit ein. Es fließen Personalkosten in so ein Set mit ein. Ja, ihr bezahlt auch die Krankenversicherung und die Sozialversicherungsbeiträge für die Mitarbeiter. Das ist bei jedem Produkt so, geht zum Mediamarkt, kauft einen Fernseher, da bezahlt er auch für die Person, denen es nicht klar ist. Auch wenn ihr eine Playstation kauft, wenn ihr Spiele kauft, es fließen auch selbst von den Verkäufern im Ladengeschäft nachher, bezahlt ihr die Krankenversicherung und die Sozialversicherungsbeiträge mit. Und das Essen. Ist halt so. Ihr bezahlt also nicht nur wirklich die Lego-Steine, sondern ihr bezahlt dann auch noch ein paar andere Sachen mit. Das ist bei jedem Produkt so. Muss man, glaube ich, nicht großartig erklären. Aber dieses Set hat kaum Stellfläche. Es hat außer so ein bisschen, dass die Figuren rauskippen, dass man hier so ein Ding hat, wo man noch was reinsetzen kann. Hier oben ist ein Shooter drauf, den ich total überflüssig finde. Gibt es nichts her. Die Theke ist bloß ein kleiner Teilbereich davon. Wäre zumindest halt das andere Viertel rund auch noch dran gewesen. Oder halt hier so ein bisschen noch eine gerade Verlängerung. Hätte man vielleicht noch drüber hinwegsehen können. Das Set, wäre es ein City-Set, würde es bei 29 Euro liegen. Pauschalisiert. Ja. Das Acto-Set, da waren jetzt nur zwei Minifiguren und ein Pork dabei. Gibt um einiges trotzdem mehr her. Das Set lag bei 29 Euro. Aber es hat irgendwie noch Volumen. Es hat irgendwie noch ein bisschen mehr Kraft an sich von dem Aufbau her. Als dieses spöttelige Cantina-Set. Ja, man kann auch nicht mal sagen, ey, gut, man hat jetzt irgendwie so ein paar tannfarbene Steine mit am Start. Die man anderweitig benutzen kann. Oder ich kaufe mein zweites Set. Scheiß auf den Obelken 9000 Pot. Und bauen wir davon eine Kantina. Dafür ist das Set einfach zu teuer. Ja, dann haben wir da auf meine Kantina, da haben wir dann 4 von diesen Putzen stehen. Der Angriffsbereich kann man dann vielleicht noch als Nische oder als Wand irgendwie dann noch mit nutzen. Wir haben zumindest halt noch das andere Viertel rund von der Theke. Aber unhaufenweise Minifiguren, die man nicht brauchen, außer vielleicht den Sand Trooper. Denn die anderen drei sind Charaktere, die halt auch wirklich nur einmal brauchen, nur einmal. Aber sie sind ja teilweise auch in anderen Sets dann schon enthalten gewesen, das man hat. Rechnen wir mal ein bisschen rum. Auch jetzt von wegen dieser Milchmädchenrechnung mit den pauschalisierten Steineteilpreisen. Das Set hat 300
76 Teile, kostet 49,90 €, das heißt, die haben einen Scheinpreis von 13,3 Cent. So. Das heißt, dieser Pott würde bei 14,90 € liegen. Dann die Theke, wenn ich jetzt die Anteile hier draufsetzen würde, hier ganz andere Gedöns ja noch mit dabei ist, würde die Bar bei 5,45 € liegen. Wir hätten den Eingangsbereich für 11,84 €. Dafür sieht er also wirklich schon kompakt aus. Das ist mit das kompakteste neben dem Obi-Can, was mit dabei ist. Und diese komische Nische, die auch sehr detailliert ist, mit den Leuchtsteinen und hier mit den Lampen, was halt schon detailgetreu ist, aber halt mit den falschen Farben, ja, würde bei 13,83 € liegen. So. Den Obi-Can mit den 112 Teilen, da kann man schon mal gleich ziehen, zum Beispiel mit so einem Teil. Funktioniert jetzt da nicht wirklich. Also, wie gesagt, 13,83 €, 14,99 €. Gut, der nicht, der kam im Doppelpack, aber jetzt halt nur als Vergleich. Sehr lieben Stellen, so. Das ist ein Feige. Aber der Rasenfeige. Das ist einfach bloß eine Raumnische. Weiß nicht, es steht absolut, der Preis für das Set steht in keinem Verhältnis zu dem, was man bekommt. Das ist aber so. Hier bekommt man so ein bisschen Spüttelkram, was halt irgendwie so im Raum rumsteht. Gut, man kann zusammenklippen, aber ich weiß nicht wie. So. So, das wird da dran geklippt. Die Theke wird dann da dran gesnappt. Im Endeffekt muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, was er denn nun kauft. Aber dieses Ding, gut, bei dem wird halt viel verballert. Ne? Wenn man den rausrechnet, ist es wirklich nicht einfach, dieses Set zu bewerten. Ich sage einfach nur, ich finde es zu teuer. Beziehungsweise so gesehen schon in gewisser Weise ja schon angemessen, aber nicht an dem, was man bekommt. Das klingt irgendwie scheiße, aber es ist wirklich nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert, dieses Set funktioniert nicht bei dem Preis. Ja, das ist es einfach. Für mich das enttäuschendste und am schlechtesten kalkulierte Set. Ich will nicht sagen, dass das Set allgemein schlecht ist. Es ist wirklich nice. Es hat so ein paar Spielfunktionen, aber nicht für 49,99 €, für 29,99 €. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es bei 34,99 € klappen würde. Da könnte man gegebenenfalls nochmal drüber hinwegsehen. 49 €. Nee. Dann lieber den. Der kommt zwar nicht im Film vor, ist so gesehen schon ein Fantasieprodukt. Ups. Der auch leicht auseinanderfällt, wenn man hier irgendwie was anderes klippen will. Das merke ich gerade. Schade eigentlich. Ich wollte ihn gerade so ein bisschen hervorheben und da fällt er mir auseinander. Der um einiges günstiger ist, aber es ist ein Fahrzeug. Es ist, man kann damit was anfangen. Mit dem Ding, es ist so ein halbgares Ding. Da ist nichts dran. Ich drehe mich im Kreis. Ich will es nicht zerreißen, aber es ist nichts. So, da haben wir hier noch ein paar Minifiguren dabei. Die hauen das Ganze irgendwie auch nicht raus. So, die haue ich jetzt mal davor. Und hoffe, dass ich beim nächsten Auspacken mal wieder auf was treffe, wovon ich dann wirklich überzeugt bin und wo ich sagen kann, so, ja, das ist was, passt der Preis, das passt alles irgendwie zusammen. Bei dem, wie gesagt, passt es absolut nicht. Dann vielen Dank für eure Geduld, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.